wird wieder die Formation aufgenommen. Und man kann ja nicht einfach so auf die Bremse treten wie beim Auto. So eine Formation aufnehmen ist eine richtig schwierige Angelegenheit. Beim Auto können Sie einfach mal bremsen, das können die natürlich nicht. Der Toni vorne, der Walter hinten. Tolle Präsentation. Toni und Walter Eicher. So, jetzt werden sie zur Landung hereinschweben und auch das werden sie im Verband machen. Obwohl unser Flugplatz so klein ist, werden sie hier beide nebeneinander landen. Toni und Walter. Seit vielen Jahren hier bei uns beim Flugplatzfest dabei. Und ich weiß, dass viele von Ihnen eigentlich nur wegen den Zweien kommen. Wir haben auch gute Connection zur Flugsicherung. Und da haben wir gedacht, eigentlich könnten wir noch den Airbus A380, wenn der von Tokio zurückkommt und nach Frankfurt fliegt im Anflug, mal hier über den Platz holen. Ne? Und es ist uns tatsächlich gelungen. Es haben alle mitgespielt. Und Sie können sich vorstellen, dass das ja nicht einfach ist. Da muss erstmal die Lufthansa selber zusagen. Dann muss der Pilot in dem Flugzeug sagen, jawohl, ich spiele damit. Dann muss der Wachleiter von der Flugsicherung, der muss auch noch mitspielen. Und alle haben mitgespielt und der Petrus hat auch noch mitgespielt. Der hat das Wetter mitspielen lassen. Und dann kam der Airbus A380, das größte Flugzeug der Lufthansa, dieser Super Jumbo, heute Mittag hier über den Platz, hat hier einen Bogen geflogen, hier rum und ist dann zurück nach Frankfurt in nur 5000 Fuß, also der niedrigste, was er fliegen darf. Und 10 Minuten später kam der andere A380, der nach Tokio flog, kam dann von Westen hier in 5000 Fuß, genau mitten über unseren Flugplatz, hat uns gegrüßt und ist dann Gas gegeben und ist nach Tokio geflogen. Und wenn alles klappt, dann machen wir das morgen wieder. Um 11.45 Uhr kommt der Linienflug von Tokio hier dann wieder zurück. Um 11.45 Uhr. Die Piloten haben schon Ja gesagt, sie machen mit. Die Lufthansa hat gesagt, auch gut, den zweiten Tag machen wir das Spiel auch nochmal mit. Also die zwei haben wir schon auf unserer Seite. Muss morgen noch die Flugleitung mitspielen. Der Tower, die Radar in Langen, die müssen auch noch mitspielen. Dann können wir das morgen wieder machen. Dann können wir ihn morgen wieder hier den größten Flugzeug, den Airbus A380 präsentieren. 11.45 Uhr, wenn er dann pünktlich aus Tokio kommt. Und um 14 Uhr, wenn er dann pünktlich nach Tokio abfliegt, der andere. Also morgen wieder. Das nennt man Torffliegen, was die da machen. Schauen wir, die spielen mit den Modellen in der Luft. Hängen nur am Propeller. Der regenbogenfarbene Schirm da, der zeigt uns das gerade. Auch hier sieht man jetzt deutlich, wie der nach vorne fällt. Ne? So mit Rückenwind sieht man richtig schön deutlich. Hier unten der Einzelspringer mit dem schwarz-gelben Schirm. Was keine politische Aussage ist in diesem Fall. Auch er kann den sehr schön steuern. Sehen Sie links rum, dann seht ihr der erste Tandem.
Vorne der Gast, hinten der Springer. Und jetzt wird abgefangen, unten bei der Landung, werden beide Leinen durchgezogen und auch die sind gut. Und ich habe jetzt auch gehört, dass ich einmal rund solch prominente Leute bei uns auf dem Flugplatz zu begrüßen und natürlich für zu mitnehmen. Wie das mit dem Kleid allerdings funktionieren soll, das werden wir noch sehen. Die zwei, die morgen wieder hier zu uns kommen werden. Die bleiben heute Nacht nicht hier. Die fliegen jetzt eben noch nach Landau. In Landau ist nämlich auch solch eine Veranstaltung. Und da werden sie eben eine Vorführung fliegen. Na, schauen wir mal da drüben, da sehen wir jetzt den Schulleiter SG38. Der Pilot saß vorne drin, ganz offen. Der Elektromotor ist natürlich traumhaft leise. Der große Nachteil ist natürlich die Batterien. Das wird sich ja vollkommen richtig. Schön, ne? Schön leise. 20 Meter Spannweite. Hochleistungsflugzeug, Gleitzahl 1 zu 50. Ungefähr 3000 Meter Höhe. So kann man jetzt selber starten. Dann kann man mit einem solchen Flugzeug den Motor ausfahren und kann nach Hause fliegen und braucht nicht hoch, wieder höher machen. So, das sind jetzt 250 km/h. So sieht's aus. Also melden sich bei den Fallschirmspringern. Und schauen Sie mal oben den Fallschirm. Da sehen Sie die Luftkammern, ne? Ganz deutlich wieder nach vorne geleitet. Und jetzt wird gelandet. Und unmittelbar danach werden wir dann mit der Ziehung beginnen. Denn wir haben ja jetzt. Ah, aber ich habe den Schlüssel. Ja. Sehr schön, und jetzt öffnen wir. Hallo alle zusammen, als Wärme-Abflugkönigin möchte ich Ihnen erstmal Hallo sagen.